Hallo Freunde, Freaklier von magicblocks.de. Wir sind im Legacy und wir spielen eine Liste, die bei uns in Ulm gerade die Elo-Rankings dominiert. Und zwar ist das Olli Klose's Buck Midrange, Buck Control. Wir spielen Frösche, Tamios, wir spielen Baleful Strix, was ich super finde. Wir haben Murktides als Finisher. Wir haben auch diese Combo von Buck Beanstalk mit Witherbloom Commands, Wastelands, die ich sehr schön finde. Wir spielen vier Pushes, wir spielen auch Stifles, was im Main Deck immer wieder überraschend ist. Und haben noch so ein bisschen ein ja, Sideboard, das relativ unspektakulär aussieht, muss ich sagen. Das einzige ist dieses Pernicious Deed Toxic Deluge Combo, wo ich gespannt bin. Zwei Harbinger sind auch so eine Sache, aber ich glaube, Harbinger und Wastelands, irgendwie sollte man dann gegen Lands schon gewinnen können. Wir haben auch ein einziges Dismember und ein Sheldred's Edict noch drin. Was ich ganz schön finde, ist, wenn wir viel gegen Froschdecks spielen, dann sind die Strixes einfach insane. Also in der Zwischenzeit, wo jeder versucht oder wo viele Bowmaster gecuttet sind und die Baleful Strix wieder cantrippen kann und dann einfach einen Frog-Angriff aufhält, ist einfach sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, ob das Deck in meinen Händen auch performt und dann sehen wir uns gleich in der Liga. So, wir sind in Runde 1 und wir haben ja absolut easy Mulligan. Wir sind on the play. Ich meine, die Hand ist nicht gut. Ich glaube, ich packe eine Strix weg und schaue, dass ich Länder finde. Days into Länder. Na, das ist ein Shuffle. Boah, okay. Fängt schon mal gut an. Aber ich glaube, One Länder mit zwei Drops und Ponder muss man halten. Oh, Gemstone Mire. Gemstone Mine. Es kann sein, wir sind tot. Okay, schauen wir mal. Das Necro-Deck. Eine ziemliche Glaskanone. Da hoffe ich, dass wir ganz gute Chancen haben in Spiel 2 und 3. Falls ihr das nicht kennt, das zieht eben 19 Karten, macht dann mit Spirit Guides und Mana Morphose quasi Born into the Wind. Oh, Doppelrot ist komisch. Macht normalerweise Born into the Wind, damit man alles instant spielen kann. Und dann schießt es einen ab. Ah, okay. Valakut Awakening hat noch nicht getroffen. Das heißt, es hat auch Möglichkeiten, dann die Handkarten in andere Redraws umzuwandeln, falls das Misses sind. Spielt eben viermal Spirit Guide, also viermal Elvish Spirit Guide, viermal Simian Spirit Guide. Mana Morphosen, Lotus Petal. Eigentlich ein ganz witziges Deck. Okay, jetzt kommt es Doppelblau. Once Upon a Time. Born Upon a Wind heißt es. Dann kommen wahrscheinlich die Petals. Ritual. Und es ist genug, wenn das Tendrils auf der Hand ist. Spielt auch noch Wishes, um das Tendrils zu finden. Ja, okay. Wäre davor schon okay gewesen. Gut. Dann Sideboard mal. Hydro Blast können wir brauchen. Die Veils können wir brauchen. Wir brauchen keines der Removal. Die Force of Negation brauchen wir. Die Bowmasters sind okay. Auch wenn es meistens dazu nicht kommt. Strix sind, wobei das Edikt ist schlechter. Ich glaube, das passt. Wir können die Triggered Ability einmal countern, wenn wir es wollen. Aber wir wollen eigentlich eher vorher countern. Testen wir mal so. Falsches Land, der ja. Mulligan. Okay, das kann man halten. Genau, Serum Powder spielt das Deck auch. Sieht man schon, eine Necro ist weg. Summoners Pact sind zwei weg. Oh, Tendrils sind weg. Spannend. Also ist das eine Liste, die noch eine im Sideboard spielt.
Ich kippe und ich lege, denke ich, die Strix weg. Bin ich gespannt, ob ein Chancellor revealed wird. Okay, ja, Opponent hat die Tendrils exiled. Es hätte mich schon gewundert, weil normalerweise spielen die tatsächlich genau einmal Tendrils. Ja, wir versuchen es nochmal so. Die Hydroblasts sind nebenbei drin, um die Manamorphose zu countern. Die kann sehr entscheidend sein. Oder das Valakut Awakening. Und einfach, weil Removal nichts macht. Das ist eine Hand, die man halten könnte. Die hat zumindest eine Force. Force Wasteland. Beziehungsweise hätte dann Follow-up. Okay, Chancellor ist revealed. Das ist ein Problem für uns. Zwei sogar. Das heißt, wenn Opponent jetzt Turn 1 abgeht, dann haben wir ein Problem. Okay. Okay, und nicht nachgezogen. Easy, Freunde, easy. Also, schaut mal, wie ich das super rausgespielt habe. Okay, wir sehen uns in Runde 2. Runde 2. Gegen Kaiser Magus. Der What's he, der Magic Online-Name kommt mir auch bekannt vor. Das ist eine okay Hand. Kommt aufs Matchup an. Gibt Matchups, da ist die Hand nutzlos. Gibt Matchups, da können wir mit der was reißen. Ich keep mal. Wir sind leider on the draw. Flooded Strand Go finde ich schon mal schön. Vielleicht kriege ich jemanden mit Stifle. Die Kombination Stifle Wasteland ist natürlich immer schön. Basic Island Flooded Strand. Könnte ein Miracles Deck sein oder sowas? Okay. Glaube, ich lege das Wasteland. Ich will mein Stifle noch offen lassen. Ich hätte auch gerne Daze gezogen, vor ich irgendwie einen Frog oder sowas slamme. Ja, Brainstorm gelingt. Erhöht die Chancen, dass der Flutterstrand gecrackt wird. Kann sein, dass wir gegen Doomsday spielen bis jetzt. Kann sein, dass es gibt Miracles-Varianten. Kann auch sein, dass wir gegen... Ja, dann wird es schon schwierig. Sehr langsam mit Delver Draw spielen. Kann sein, dass wir gegen eine Beanstalk-Liste spielen, wobei die normal kein. Wobei eine Basic Island spielen sie normal auch. Breakfast könnte sein. Opponent erwartet auf jeden Fall das Stifle von mir. So viel ist schon mal klar. Und dann wird schon zumindest nicht mal nicht geschaffelt mit dem Brainstorm. Das finde ich schon mal schön. Ich nehme ein 1 mit.
Okay. Jetzt muss der Floodestrand eigentlich ein Basic fetchen. Das ist auch schon mal was, das uns helfen kann. Okay, Pondeur, wahrscheinlich um zu schaffeln. Und wurde auch geschaffelt, okay. Nochmal Daze oder Force wäre cool. Dann könnte ich meinen Frosch einfach slammen. Basic Island, ich denke, ich versuch's. Ich kann zumindest im Daze rumspielen und eine Force wäre ein 2 for 1. Okay. Ja, fair. Geht ziemlich land heavy draw, muss man sagen. Da bringt mein Stifle Wasteland Opener natürlich weniger. Okay, wir sind zumindest mal dreifarbig. Könnte auch Nadu sein, Band Nadu. Beanstalk. Glaube, ich starte so, solange das Beanstalk noch nicht resolved ist. Und dann, es könnte sein, dass das Deck auch ein Stifle spielt. Diese Beanstalk-Listen immer mal wieder. Bei Band nicht so, eher die Sultai. Okay, Tamio. Tamio ist in Ordnung, ehrlich gesagt. Denn wir warten. Daze ist auch ein guter Draw. Ich fetch hier ein Basic, weil. Gibt eigentlich wenig Grund. Mystical Sanctuary ist ein Grund, dass ich kein Basic fetche. Erwarte ich Back to Basics aus dem Deck? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte aber gern schwarzes Mana noch. Ich brauche auch irgendwann grünes Mana. Machen wir es so. Beziehungsweise. Und ich lasse Dismember und Daze offen. Murktide wird mich jetzt ziemlich schlagen, aber ich habe noch eine Baleful Strix auf der Hand. Nächste Runde kann ich Baleful Strix legen und eine Spellbomb und sogar die Spellbomb cracken und Graveyard exilen, was ich glaube ich sogar machen würde. Okay, Brainstorm, ja. Wir legen mal einen Trigger auf den Stack. Ich lasse den Brainstorm zuerst resolven, weil es vielleicht dann eine Idee wäre, was die Kartenselektion beeinflusst. Wenn man glaubt, man hat schon eine geflippte Tamio, weil die Strixen dann nichts mehr machen. Auf den Trigger möchte ich gerne reagieren. Diese Backliste ist relativ schwierig. Oh, Force sogar.
Die Bugliste ist tatsächlich relativ schlecht darin, eine geflippte Tamiya zu schlagen. So habe ich das Deck ein paar Mal geschlagen. Das heißt, es ist tatsächlich jetzt ein Problem für uns. Okay, schauen wir mal, was unser Draw ist. Wasteland. Ich glaube, ich will mit einer Spellbomb starten. Exilen und Redrawn. Ein Murktide ist schon exiled, aber heißt ja nichts. Noch ein Daze, okay. Wir bräuchten jetzt halt unseren eigenen Murktide. Wir bräuchten nochmal einen Frosch. Okay, die Strixen sind tatsächlich keine Hilfe gerade. unser Command wäre cool. Ja, ich glaube, ich will den Brainstorm nicht dazen. Ich glaube, nämlich Opponent hat auch noch einen Daze auf der Hand. Wenn ich gedazed hätte, hätte man einmal bezahlt, das zweite Daze wäre gegen gedazed und dann, ja. Hätte ich quasi zwei Karten verpulvert für nichts. Lauren Revealed ist hier natürlich sehr, sehr gut. Ich habe noch ein Wasteland auf der Hand, ich werde es auch gleich einsetzen, denke ich. Sanders Launch, okay. Spannend. Ich glaube, ich werde zuerst die Sanders Launch zerstören. Wenn ich immer noch glaube, dass Opponent Daces auf der Hand hat, dann will ich ihm keinen easy Dace-Schutz geben. Okay, wir hätten genug und wir haben 2 Days, um unseren Murktide zu protecten. Dann machen wir das doch. 2, 3, 5. Das war nicht besonders groß. Aber er übt Druck aus auf die Tamiyo. Wir dazen vor das Beanstalk Resolved. Und mit den Strixen angreifen bringt uns wenig weiter, deswegen lassen wir das auch. Uro wurde exiled, okay. Das heißt, Uro peilt auch im Beanstalk.
Und okay, nicht geschaffelt. Dann lag wahrscheinlich ein Land oben, was schlecht für mein Display ist. Oder es lag das eine Source zum Lausch hier oben, um den Merktide zu stoppen und kein Land. Das wäre perfekt für mich. Wir brauchen jetzt auch ein bisschen mal einen Minor Cantrips. Okay, dann checken wir mal, ob Opponent wirklich noch mal ein Daze hatte, so wie ich gedacht habe. Nein, okay. Der ist schon mal hervorragend. Okay, Tamio holt. Ah, ist plus 1 gegangen. Noch mal ein Regent. Aber ich komme nicht auf mehr. Ich kann auf 4, das ist 1 zu wenig, leider. Fetchland hätte mir erlaubt, Tamio jetzt zu killen. Ich glaube, ich brauche keine Force. Tamio geht auf 4. Wenn jetzt dann die Blauschers kommen, quasi zurückkommen, dann kann die Strixen die Tamio killen. Ja, ihr seht schon, das ist ein Riesenproblem für unser Deck, weil wir halt so One-Power-Attacker haben. Frosch wäre natürlich ein guter Draw für uns. Irgendein Cantrip wäre super gewesen, um unseren zweiten Merktide zu legen und den ersten größer zu machen. Aber auf der anderen Seite haben unsere Daces relativ gut zugeschlagen, muss man sagen. Opponent kannte die Karte danach, also hat quasi ja nicht geschuffelt. Von dem her ist es nochmal wahrscheinlich ein Cantrip oder ein Land, könnte ich mir vorstellen. Oh, das war ein Greedy Pile, wenn wirklich die Plushies oben waren und zwei Karten, die nicht nützlich waren. Genau, sehr schön. Dann ist es so. Dann wird das Lorien Reveal zurückgeholt, um nochmal ein Land zu finden, weil es tatsächlich ein schlechter Pile war und man sich auf die Blauschirs verlassen hat. Tropical kann nochmal ein Beanstalks finden oder spielen. Jo. Jetzt brauchen wir langsam einen unserer Removal für die Beanstalks, sonst schlagen wir das auf Dauer nicht. Oder ein Cantrip. Oder ein Frosch. Heißt aber, wenn ich 5, 4, 4, das reicht leider nicht, dann greifen wir erstmal an. Spielt das Deck Solitudes wahrscheinlich nicht. Ich glaube es nicht. Und dann spiele ich einen Frosch. Ist einfach nochmal ein sehr, sehr guter Attacker. Okay, Runde 1 ging an uns, up the Beanstalk. Wir wollen die Whales, wir wollen auch Deeds, wir wollen Bowmaster. Was haben wir noch gesehen? Wahrscheinlich spielt es hier dieses Enchantment, wenn er so Main machen will. Ich will wahrscheinlich zwei Forcen weniger. Die Spellbomb ist sehr gut. Ich brauche wahrscheinlich. Ja, wobei. Ich habe wenig schlechte Karten. Die Strixen sind okay gegen das, was wir bisher gesehen haben. Frösche wollen wir nie rausnehmen. Tamios sind eigentlich auch gut. Die Stifles sind auch gut. Vielleicht nehme ich dann nicht so viel rein. Vielleicht will ich dann das Deed nicht. Das wäre gegen die Beanstalks eben eine schöne Sache. Ich will den Graveyard Hate. Eigentlich will ich noch einen zweiten. Wenn ich ehrlich bin. Ich finde die Witterbloom Command sehr, sehr gut. Und jetzt. Daces finde ich auch super in dem Matchup. Wir sind jetzt aber on the draw. Vielleicht will man da eins rausnehmen.
Ich nehme noch einen Cantrip raus. Und vielleicht nehme ich das eine Dismember raus, weil das doch die Pushes wahrscheinlich besser sind. Okay. Meine, das ist eine. Der One-Lander ist ein bisschen scary, aber Witherbloom Command ist genau das, was ich will. Und der Stace ist eben auch sehr, sehr gut. Ich kann über Polluted Delta und einen Fetch versuchen, einen zweites Land zu finden. Okay, Ponder hat nicht geschaffelt. Wir haben auch einen Ponder. Ich glaube, mit dem starte ich auch. Ich will einfach nochmal Länder finden. Wastelands sind auch okay-ish. Ah, bringt mich aber jetzt. Wenn da noch ein anderes Land dabei gewesen wäre, wäre es okay, aber so muss ich es schaffen. Tropical ist ein hervorragender Draw. Ein hervorragender Draw. Versucht es zu dazen. Sehr schön. Jetzt sind wir leider mana-technisch ein bisschen hinten dran. Tamio ist da, hilft da aber. Tamio hilft da tatsächlich extrem. Ja. Plowshares ist in Ordnung, dann legt man Frosch. Carpet. Okay, Carpet ist ein Problem. Wobei wir den Winterblumen Commander auf der Hand haben. Strix ist kein so schlechter Draw. Das heißt, ich mache Mill, Destroy, Target Player, Destroy. Und habe eine Force als Backup. Opponent hat drei Handkarten. Hat mir bis jetzt keine Daces gezeigt. Deswegen glaube ich mal einfach mal, das Deck spielt keine. Und wir wollen wahrscheinlich das normale Polluted, hätte ich gesagt. Und ich sag Go. Tamio, okay. Conan hat nur zwei Handkarten. Ich glaube, ich starte mit einem Fatal Push. Und dann versuche ich einen Frosch zu resolven und hab einen Force of Will Backup. Und ich werde auch forcen, wenn da eine Plowshares kommt. Einfach weil Opponent so wenig Handkarten hat. Ist das zweite Swords weg? Aber wahrscheinlich kann er es wieder drauflegen über die zwei Fetchländer, über das Mystical-Dingens. Oh, Taiga. Sollte ich mein Auto-Yield wegmachen? Hätte ich nicht erwartet, dass das Deck noch eine Taiga als Mana-Basis drin hat. Das ist sehr spannend. Supreme Verdict auf einen Frosch. Okay. Fair. Dann ist er weg. Ich glaube, ich starte mit dem Brainstorm.
Ich glaube, ich brauche das Veil nicht. Bay. Ich ziehe es einfach nach. Das glaube ich besser als ein Random Draw. Und dann kann ich immer noch fetchen und das Land zurücklegen. So habe ich was, wenn ein Tamiok kommt oder ein Frosch kommt. Wobei, Frösche habe ich auch noch nicht gesehen. Bis jetzt habe ich nur Tamien gesehen und Uro, wissen wir, ist im Deck. Und wir legen, was legen wir oben drauf? Wollen wir ein Witherbloom Command? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wollen wir einfach einen Brainstorm oben haben. Und mit einem Brainstorm starten. Jetzt tatsächlich nicht die geilsten Draws. Entfernen mal das Rot. Einfach weil ich nicht weiß, wozu es da ist. Ich muss jetzt hoffen, dass ich mit dem Veil of Summer irgendwas cantrippen kann. Supreme Verdict oben. Okay. Das ist völlig in Ordnung. Wenn das gecastet wird, casten wir sogar hinterher unser Veil of Summer. Einfach damit wir ein bisschen tiefer kommen, weil wir haben jetzt Land, Veil oben. Und dann, wenn wir zwei Draws tot sind, das ist ein Problem. Vielleicht hätte ich pondern müssen, nicht brainstormen. Aber ich dachte, meine Hand ist sowieso eher reaktiv. Vielleicht kann ich die oben hinlegen. Das sind Karten, die man später vielleicht nochmal will. Meine, der Strix wird es wahrscheinlich alleine nicht richten. Graveyard Hate wäre irgendwann super wichtig für uns, da unseren Frosch zu ziehen. Ich glaube, ich starte mal so. Schau mal, was ich ziehe. Bowmasters sind doch perfekt für sowas. Sieht nach einem schwierigen Brainstorm aus, das finde ich schon mal angenehm. Okay. Ping, ping, ping. Carpet. Okay. Das heißt, es könnten Supreme Verdict kommen, das ist natürlich doof. Aber dann ist es zumindest weg und es cantrippt nicht. Und wir haben ja immerhin ein bisschen Schaden gemacht. Okay. Land ist tatsächlich jetzt eher der bescheidenere Draw. Ich lege es aber trotzdem. Bonus hat Mana, das kracht.
Okay, Sanders Launch Cycle ist okay. Klar, meine Ender City Sewers sind schon weg. Ich spiele, glaube ich, nur ein Sanctuary. Schau mal, was sonst noch in der Mana-Basis wäre. Glaube ich, nicht mehr viel. Nee. Murktide. Na gut. Dann starten wir so. Svale kann weg, die Force kann weg. Push, push, Brainstorm. Gut, Leyline Binding ist natürlich tatsächlich ein Problem für uns. Die mussten ja irgendwann kommen. Und dieses Beanstalk ist auch ein Problem für uns. Die Pushes haben bis jetzt sah nicht so geil aus. Wir haben halt die eine Tamio immer. Wir wissen, es ist Uro im Deck. Okay, Teferi. Wasteland. Ist auch eher kein guter Draw. Ponyta Mana ohne Ende. Unsere Hand macht so überhaupt nichts. Ja, okay. Wahrscheinlich verlieren wir das, aber ich will noch sehen, ob es Miracles-Karten drin gibt. Zum Beispiel in Terminus oder so. Wahrscheinlich nicht mit Supreme Verdict, aber ich habe in den Listen auch im Sideboard ein Supreme Verdict gespielt. Und falls wir noch rausfinden, ob die Uros im Deck geblieben sind oder ob man die rausgeboardet hat, wäre natürlich interessant. Weil die Synergien natürlich nicht so richtig mit dem Beanstalk, die sind halt einfach nur eine gute Karte. Okay, noch ein Beanstalk. Beanstalk Bounce, Beanstalk Draw. Okay, ja, jetzt wird es schwierig. Also da bräuchten wir jetzt tatsächlich unser Deed. Vielleicht wollen wir das Deed reinboarden und nochmal einen Push raus oder nochmal eine Force raus. Basic Forest. Okay, Basic Forest ist auch interessant. Da ist der Uro. Wenn wir noch eine Spellbomb finden, wäre der zumindest weg. Okay, Ponder hat nicht geschaffelt. Stifle. Tja. Bringt uns alles nichts. Dann kommt Uro wieder, dann können wir zumindest einmal abrüsten, versuchen. Aber so sehen wir wenigstens ein bisschen noch das Deck von Opponent, bevor wir in Spiel 3 gehen, weil ich glaube, darauf kommen wir nicht wieder. Eine Force und oder nochmal ein Leyline Binding. Das ist mir gegen Olli auch aufgefallen, dass das Bug-Deck, das wir hier gerade. Oh, Triumph, okay, cool, haben wir doch was gelernt. Also, es ist Triumph of St. Catherine ist im Deck. Das ist schon mal spannend. Pondeur. Pondeur ist doch ein Start.
brauche halt das Edikt auch. Ich hätte auch gern die Tame, ich hätte gern alles davon. Wenn ich jetzt Push auf den Uro mache und ein Edikt, dann kommt der Uro wieder. Und wenn ich Push mache und die Spellbomb, dann nehme ich einen Hit von der Triumph. Dann geht die und schaffe wieder oben rein. Wahrscheinlich muss ich so machen. Und wir müssen irgendwas wastelanden. Ob wir wollen oder nicht, damit wir Revolt aktivieren. Ich hätte vorher sogar Vale spielen können. Glaube ich. Also wenn das jetzt gecountert wird, dann ist es halt so. Aber okay, schauen wir mal. Ist die Tamion-Leiter weg? Ich hole lieber ein Bayou. Na, ich kann eh nicht drauf reagieren. Each opponent sacrifice the non-creature token. Also wir haben auch Triumph of St. Catherine drin. Spannend. Spannend. Miraculum. Okay. Meine, die Strixen sehen echt gut aus, auch gegen die Threads, die Opponent hinlegt. Wir müssen uns halt die Beanstalks vom Feld halten. Die Stifles, ich weiß nicht, vielleicht müssen die Stifles raus. Weil wir so ein Leyline-Binding auch stifeln können. Die sind halt immer sehr, sehr cool. Die Pushes. Wir brauchen eine Anzahl an Pushes im Deck gegen Tamio und gegen Uru. So viel ist auf jeden Fall klar. Jo, Murktide. Ich starte mal so. Ich hätte gern, dass der überlebt. Oder dass der resolved zumindest. Ponder, Days. Eigentlich egal. Sollte nur groß genug sein, um Triumph zu pushen, zu blocken. Das heißt, dann bräuchten wir hier nochmal einen Bounce. So viel Swords sollten auch nicht mehr im Deck sein, aber. Okay, nochmal ein Binding. Ja, macht Sinn. Da haben wir erst eins gesehen, also von den Bindings müssen noch jede Menge da sein. Das heißt, vier Beanstalks haben wir gesehen, das ist klar. Zwei Carpets haben wir gesehen. Leyline Bindings kriegen wir normalerweise nicht mit dem Deed. So viel Mana haben wir normalerweise nicht, aber ich glaube, das ein lohnt sich dagegen, gegen dessen Deed rein zu boarden, wahrscheinlich schon. Einfach so, um aus sowas wieder rauszukommen. Wir haben jetzt keinen Murktide gesehen. Ich glaube auch, das Deck spielt dann keine Murktides. Richtig? Doch, wir haben den Murktide im Spiel 1 gesehen, das exiled worden ist. Okay. Delta. Ich habe noch einen Draw. Ich habe ja Strixe drin. Opponent kann sich ja kann auch nicht mehr viel machen, weil die Beanstalk-Trigger sind kein Mage-Trigger. Ich kann auch noch mal millen. Ich habe noch einen Witherbloom-Command im Deck. Okay, drei Carpets. Schon mal cool. Das heißt, wir haben drei. Karakas ist auch noch im Deck. Das haben wir vorher auch nicht gesehen. Okay. Gut. Doch noch Informationen bekommen. Das heißt, Karakas ist noch im Deck. Und wir haben drei Carpets. Das heißt, ich will auf jeden Fall das Deed. Wahrscheinlich will ich sogar den Harbinger. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Weil es schon ziemlich viele Basics hat.
Svail sah gut aus, außer gegen Teferi natürlich. Vielleicht will ich einen Push weniger. Surgical ist auch immer eine Option, aber es sind so unterschiedliche Threats. Ich versuch's mal so. Könnt ihr auch ein Land cutten? Den Control-Matchups ist das manchmal auch machbar. Die Land ist leider ein klarer Mulligan. Die Hand ist leider ein klarer Mulligan. Okay. Das heißt, wir können Basic Swamp wegpacken. Wahrscheinlich Bowmasters. Ich will lieber einen Frosch. Und ich hätte gern einen Push von der Gegnerische Tamio. Turn 1 Tamio, go. Into Turn 2 Frosch. So ein Plan. Direkt die Blosche erst gezogen. Sehr schön. Dann muss der Frosch es richten. Tropical. Wir versuchen das Beanstalk zu dazen. Okay, jetzt muss der Frosch es tatsächlich richten. Glaube, ich spiele die Spellbomb. Gegen das Ponder können wir nichts tun. Wir pushen in Response. Weg mit der Tamio, bevor sie flippt. Das wäre eigentlich der dritte Draw gewesen. Schauen wir mal, ob da geschaffelt wird. Ja, wird geschaffelt. Will eigentlich keine Karten discarden. Karten nachziehen. Wir haben kein, doch einen Murktide haben wir gesehen, aber der hier blockt ja den Murktide, haben wir gelernt. Wetterblum Command ist hervorragend. Ich würde gerne natürlich einen Uro oder sowas. Okay. GG. Damit stehen wir 2-0 und dann sehen wir uns ganz entspannt in Runde 3. Runde 3 in unserem Legacy Event oder Legacy Liga. Ich stehe 2-0 mit, wie ihr ja wisst, Sultai Control. Wir haben eine relativ mittelmäßige Hand, aber ich glaube, zwei Cantrips und eine Force gegen ein unbekanntes Matchup kann man fast nicht mulliganen. Schauen wir mal. Schön wäre so ein All-In-Deck, das in einer Force verreckt jetzt. Mountain ist fast schon sowas wie ein All-In-Deck. Basic Mountain. Okay, kann alles Mögliche sein. Kann Painter sein, kann Stompy sein, kann Goblin sein. Okay, ist es gibt's dieses Combo-Deck, das Storm-Deck, das Mono-Rote Storm-Deck auch im Legacy. Das ist ja spannend. Okay, wir müssen auf jeden Fall so starten. Wir flatten uns gut weg. Oh je. Puh. Es sieht alles nicht gut aus. Ich glaube, ich kann auch nicht auf Basics fetchen, weil ich muss jetzt einen Surveil reinkriegen, damit überhaupt meine Hand irgendwas macht. Hier ist ein Burning Wish, der jetzt gespielt werden kann. Ja.
Also meine Hand hat sich furchtbar entwickelt für das Matchup. Die zwei Pushes, dann Wasteland gegen Smono, Mountain Deck, das sieht verheerend aus. Ich hoffe, ich denke nicht, dass das Deck Main Deck Blood Moon spielt, aber Spiel 2 auf jeden Fall Cheskas will. Okay. Fair. Okay, wir brauchen jetzt irgendwas, das was macht Deck, bitte. Undercity Sewers. Frosch macht Dinge. Ich starte trotzdem mit einem Brainstorm. Perfekt. Bayou und... Wobei, vielleicht sogar Wasteland und Fatal Push weg. Und hier von der Tropical. Frosch. Und ich habe Force und Days offen. Und habe dann einen Beater, der Karten zieht. Ruby Medallion. Dann können wir nächste Runde wieder Bloom commanden. Das heißt, Follow-up könnte jetzt ein Cheskas Will sein, dass ich dann hoffentlich Dazen kann. Okay, Ritual. Dann kann ich nichts mehr dazen. Dann kann ich es auch in die Force werfen. Weil ich wahrscheinlich trotzdem lieber den Brainstorm in die Force werfe, falls ich das Ruby Medallion abrüste. Ah, wobei. Ja. Whenever a player casts a spell. Okay, das ist ein Problem. Ich denke, ich werde das forcen. Sonst ist meine Force auch gleich doppelt schlechter. Jetzt kommt natürlich das Cheskas Will. Nochmal Rens Resolve, okay. Jede Menge Mana, jede Menge Exile. Mhm. Jo. Okay. Reckless Impulse. Guter Hit. Ja. Zwei Impulse. Okay, sehr guter Hit. Ja. Bonus Round. Bonus Round ist echt eine gute Karte. Die hatte ich nicht auf dem Schirm, die kannte ich auch nicht. Aber es ist wieder so ein außerhalb von Standard gedrucktes Ding. Deswegen ist wahrscheinlich das Ding auch im Legacy. Wish, Burning Wish. Also ein, das sollte schon ein Kill sein jetzt hier. Kann man es kaum vorstellen, wie es fisseln sollte. Weil jetzt kein Mana mehr getroffen würde. Das ist kein Burning Wish von hier, sondern einer von der Hand. Also nochmal so ein Setup wahrscheinlich. Ich hätte doch das Daze reinwerfen sollen. Ich habe gehofft, dass ich nochmal was mit ihm triff, aber der Brainstorm wäre wahrscheinlich jetzt besser gewesen. Brainstormen, den nutzlosen Push wegen mit dem Witherbloom Command oben millen, mit dem Frosch nochmal nachziehen. Okay. Ja. Relay ist natürlich insane jetzt. Sehen wir schon mal was. Okay, da ist auch das Past in Flames. Ancient Tomb. Da ist Rall drin. Brauchen eine Force gegen das Past in Flames. Merktide macht zu wenig. Mach mal einmal Mana kaputt, greif einmal an, vielleicht zieh noch eine Force. Nee.
Okay, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Dann lassen wir unseren Opponent mal kombon und schauen uns die Sache an. Wie, was aus dem Sideboard der Kill ist. Das ist ja auch immer interessant. Können auf jeden Fall die Dismember raus. Die Baleful Strix sind so ein bisschen mystic hier. Den werden wir auf jeden Fall direkt pushen. Das sind alles Sorceries. Bei, wenn der Opponent richtig spielt, dann wird es keinen Unterschied machen. Okay. Ja, Opponent hat genug Mana, auf jeden Fall. Weil ich hätte jetzt dazen können, wobei dann wäre Doppelmann auch von Riser Frames sind auch drin. Okay, wurscht. Ja. Schauen wir uns das Ganze an. Einfach um zu sehen, mit was uns Storm killt. Ob es noch schwarzes Mana macht für Tendrils, damit es einfacher wird, ob wir gemillt werden, ob wir einfach ob Storm Count 20 sein muss, damit man uns pingen kann, ob es über Goblins geht mit einem extra Turn Spell oder sowas. Ich habe das Deck war tatsächlich nur in Modern gesehen bis jetzt und in Legacy noch nicht. Deswegen sieht es ganz cool aus eigentlich. Bessere Rituale und noch dieses Bonus-Round, was ganz schön antreibt. Vielleicht ist es auch einfach ein X-Spell, das kann auch sein. Das war einfach, dass das Ziel einfach ist, ziemlich viel Mana zu machen. Okay, passt in Flames, ja. Nochmal mehr Copies. Flashback, 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 Flashback. Okay. Opponent, kill mich, damit ich sehe, worum es geht. Burning Wish, all the wishes. Aha. Werden weggeburnt über Fiery Conferences. Okay. Gut. Dann schauen wir mal. Die ziehen keins. Das ist ein Toxic Deluge. Ich glaube immer noch, dass da was kommt. Dann wollen wir natürlich die Counter. Consign to Memory. Triggered Ability oder Color Spell wahrscheinlich nicht. Deed kann man brauchen. Besser als das, was wir sonst so haben. Dismember braucht man nicht. Ich glaube, ein Push reicht. Murktide, wobei die Murktides sind besser als die Baleful Strixes. Edict braucht man nicht. Graveyard Hate ist okay, ist. So. Mehr haben wir wahrscheinlich nicht dagegen. Dann versuchen wir es nochmal. Brauchen einfach eine bessere Hand. Die Hand ist okay. Die können wir nehmen. Und ich werde jetzt auch versuchen, auf Basics zu fetchen. Wobei ich nicht glaube, wobei doch, das Deck könnte schon Blood Moon-Effekte spielen. Macht es Sinn, auf Basics zu fetchen? Oder lieber eine bessere Hand zu haben? Wahrscheinlich macht es Sinn, lieber eine bessere Hand zu haben. Dann starten wir mal so.
Ich nehme die Under City Sewers. Tamiyo ist sehr gut. Tamiyo ist sogar hervorragend. Und ich werde auch gleich versuchen, sie zu flippen. Ich nehme eine Tropical. Und zwar, oh cool. Wahrscheinlich. Misty Spellbomb. Ja, die ist tatsächlich jetzt eine Threat. Die kann uns Ressourcen bringen, uns nach vorne bringen. Graveyard Hate oben, wir haben noch ein Land oben. Können sogar die eine Strix spielen. Wir können auch ein Murktide spielen, wenn wir wollen. Ancient Tomb, okay. Seeding Song wollen wir auf jeden Fall dazen. Ich nehme die Tropical zurück, dass ich dann mehr Mana verfügbar habe. Es ist sogar die Frage, ob wir das Daze wieder auf die Hand zurücknehmen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ticke ich nochmal hoch, um das Ultimate näher zu bringen. Ich spiele die Spellbomb, oben liegt noch ein Land, dann kann ich nächste Runde Murktide spielen. Und in zwei Runden ultimaten. Also ich muss zwei Runden irgendwie überleben. Counter das Medallion. Ich will einfach Mana reduzieren. Das ist okay. Wish ist tatsächlich ein Problem. Okay. Wie machen wir das? Wenn ich den Murktide Regent lege, dann habe ich nichts Blaues um meine Tamiyo. Wenn ich Spellbombe, habe ich das schon mal weg. Dann könnte ich aber Murktide Regen legen und wenn ich eine blaue Karte ziehen und Tamiyo hochticken. Kann er nochmal eine Force auf die Hand zurücknehmen? Ich glaube, ich mache einfach nichts. Ich lasse alles offen. Es kann falsch sein. Vielleicht ist es zu greedy. Vielleicht muss man nochmal Brainstorm und eine Force zurücknehmen und den Murktide legen. Ja. Okay. Ich glaube, ich kann Opponent jetzt hier Mana begrenzen. Okay, dann ziehen wir mal. Start. Dann ist das Ziel, Mana zu begrenzen.
Dann hätten wir noch einen Stifle-Effekt. Das heißt, wir haben bis jetzt als Protection eine Force und ein Stifle. Bisschen wenig, wenn wir ehrlich sind. Weil ich kann einen Murktide spielen und einen fetten Beater haben. Ich glaube, ich kann die Force auch wegmachen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich habe nur eine Force leider. Ich hätte noch einen Dayscan getroffen oder so. Ich hätte noch mal Cantrippen können, aber Seeding Song wäre perfekt, bitte. Jeskars Wille ist auch perfekt. Okay, cool. Spiel 3. Jetzt haben wir Ultimate, hat es gerichtet. Wollen wir noch was anderes? Ich glaube nicht. Ich glaube, so ist es schon in Ordnung. Sind wir leider on the draw, was ein Problem ist. Brauchen wir eine relativ gute proaktive, nee, eine relativ gute reaktive Hand. Ja, okay. Die kann man halten, denke ich. Ich fetch jetzt, ich wollte eigentlich die Spellbomb legen, aber ich überlege gerade, ob es nicht besser wäre zu brainstormen. Den habe ich gedacht, lasse ich lieber offen. Ich glaube, ich lasse es einfach mal so. Wahrscheinlich hätte ich gar nicht fetchen müssen. Ich hätte einfach das Fetchland legen sollen und Go sagen, aber jetzt ist, wie es ist. Mein Plan war ein anderer. Ich habe zu schnell gedacht. Ich habe gedacht, ich lege die Spellbomb, aber eigentlich habe ich keinen Vorteil. Wenn Opponent jetzt einen Rall legt, brauche ich nicht dazen, den kann ich pushen. Und wenn Opponent nichts macht, kann ich brainstormen und vielleicht das zweite farbige Land für den Frosch finden, der dann ein bisschen Druck macht, weil irgendwie muss ich das Spiel ja auch gewinnen. Ancient Tomb ist ein juicy Target für Wasteland. Das sollte man wahrscheinlich auch machen. Und zwar vor dem Frosch. Und ich glaube, da man das Land gefunden hat, lege ich jetzt die Spellbomb. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mein Mana zu nutzen. Das dazen wir auch, wenn das unseren Frosch einen Zug verlangsamt. Aber Daze Targets finden ist immer gut. Okay. Noch ein Ancient Tomb, okay. Ja, dann ist gut, dass wir Stace benutzt haben. Das wäre jetzt tatsächlich tot. Rall, ja. Ich glaube, ich counter Rall. Ja, ich konnte nicht rein, ich konnte den Wish. Ich werde jetzt auch End of Turn brainstormen. Nee, halt. Wir wollen das wahrscheinlich so machen. Opponent hat hoffentlich jetzt keine Action auf der Hand großartig, sodass wir jetzt einen Zug lang den Frosch legen können und nicht dran verrecken. Sind jetzt zwei Wishes weg.
Über den Friedhof kann Opponent nichts tun. Ich hoffe, das ist jetzt eher so ein Setup-Turn oder. Ja. Irgendwann muss ich was legen, das Schaden macht. Ich hätte ein Removal gebraucht gegen Ral. Oh, Doppelral, sehr gut. Guter Hit. Schöner Hit, Opponent. Wir haben oben jetzt nochmal einen Frosch. City, okay, eine Handkarte. Ich glaube, ich starte mit einem Frosch-Hit. Die eine Handkarte wird wahrscheinlich nicht sein, großartig, sonst hätte Opponent sie gespielt. Wahrscheinlich nur ein Ritual oder sowas. Das heißt, wenn wir jetzt einen Counter finden, dann sind wir relativ gut dran. Heißt, wir brainstormen jetzt. Daze. Zweiter Frosch. Ich versuche es nochmal. Das hätte geiler sein können, da bin ich ehrlich. Stace wird wahrscheinlich nichts machen. Jetzt müssen wir nochmal einen Zug überleben. Anamorphose, okay. Schade, mit zwei Cantrips nichts getroffen, was irgendwie was macht. Reckless Impuls, ja. Das ist ein Problem. Noch eine Manamorphose. Ein Opponent kann immer noch pricken. Sieht aber nicht so aus. Wish, okay. Ja, jetzt sind wir tot. Manamorphose into Wish, jetzt sind wir tot. Schade. Wenn es ein Relay ist, dann. Okay. Hätten wir vielleicht nochmal die Chance, mit dem Ponder was zu treffen. Spire Tinkering. Okay. Rents Resolve, Seeding Song, Ruby Medallion. Also Mana ist da. Treff einfach, komm, treff zwei Länder oder zwei Rituale. Das wär's bitte. Zwei Rituale wäre gut. Ah, oh, Cheskas Will ist hingegen. Echt scheiße.
Brick, 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 Brick. Wobei das nicht sein kann eigentlich. Also drei Karten sind schon tiefer, okay. Und Rally ist auch ge geflippt jetzt. Ja, das war's. Schade. Okay. GG. Und dann sehen wir uns in der letzten Runde. So, Runde 4. Wir sind on the play. Das ist eine Hand. Die ist kein Highlight, aber die hat Mana Denial. Ich starte mal mit der Under City. Wenn ich eine Tami oben finde oder sowas, wäre es cool. Die hat zumindest Potenzial. Weil sie schon kein Highlight ist, aber gegen Decks, wo Wasteland gut ist, kann man sie, glaube ich, gerade so halten. Ich könnte auch anfangen mit dem Brainstorm von der Tropical runter. Ich starte mit dem Source. Nochmal ein Brainstorm ist okay, den lassen wir gerne oben. Okay. Da müssen wir jetzt halt eine Antwort drauf finden. Das ist alles, aber keine Antwort. Oh, ist die Hand schlecht. Uhuhui. Okay. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall shuffeln. Das heißt, ein Wasteland geht weg. Und wahrscheinlich geht die Tropical weg. Wobei, wir müssen verhindern, dass die Tamiya fliegt. Wahrscheinlich wollen wir ein Wasteland legen. Wastelanden. Da müssen wir nächste Runde was nachziehen. Das heißt, wenn wir Swarm Tropical oben haben. So können wir mit dem Murktide Regent oder mit dem Brainstorm wahrscheinlich, aber eher mit dem Regent forcen, wenn die Tamiyo jetzt flippen sollte. Okay, Ponder ist noch in Ordnung. Wahrscheinlich ist das Play sogar fast wieder dasselbe. Ich Wasteland und brainstorme dann. Und verzicht mal auf das gleich Shuffeln. Hey, all the Wastelands. Okay. Da ist zumindest ein Dismember. Ich meine, wenn ich vier Wastelands ziehe, dann Wasteland mal halt. Glaube ich, dismember in meinem Opponents Upkeep. Oder jetzt. Okay, Opponent List oben. Ich kann nächste Runde in den Murktide legen. Meine endlosen Wastelands waren halt komplett nutzlos. Opponent zieht halt Länder, wie er es braucht. Okay. UC. UC, Magic Online. Okay. Gute Karte bitte. Frosch. Frosch ist auch eine Option. Ah, spielen wir mal einen Frosch. Ich warte, bis Opponent fetcht zum Wastelanden. Dann kann
der Clou nicht gecrackt werden. Wobei doch, könnte schon, aber. So oder so. Ich warte mal, was Opponent macht mit seinem Mana. Ja. Da ich nochmal ein Wasteland habe, machen wir das einfach. Wir machen Mono-Wastelands mit einer Force Backup und einem Frosch. Ja, okay. Dann legen wir halt den Murktide. Ein Stifle. Auch ein schöner Draw. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Spielen gegen Doomsday. Das heißt, so viel. Wir müssen versuchen, den Floodestrand zu kriegen mit einem Stifle. Das heißt, das machen wir einfach. Hoffen, dass es funktioniert. Street Rave Cycle in Response, okay. Und dann Days wahrscheinlich, okay. Ja. Dann kommt wahrscheinlich das Doomsday. Wir haben jetzt echt vier Wastelands gezogen und sie waren komplett nutzlos. Das ist ein bisschen ein Problem, da bin ich ehrlich. Bis jetzt ziemlich schlecht in der Liga mit dem Wasteland-Stifle-Plan. Selbst Doomsday zieht einfach Länder, wie es es braucht. Okay, schauen wir mal. Blaue Karte wäre gut fürs Force. Opponent hat noch mein Lotus Petal. Spiel 2 ist Hassas Oracle. Trotzdem Tamio, dann wahrscheinlich keine Frösche. Mehr kann man noch nicht sehen. Push Main ist auch normal in der Zwischenzeit. Hey, Pile dauert, eindeutig. Aber gut, deswegen ist ja Magic Online auch da, damit man Doomsday mal üben kann. Der Clue-Token ist auch noch ein Problem. So, schauen wir mal an die Deckliste. Das heißt, ein Oracle ist schon weg. Ah, doch, spielt Frösche. Das ist quasi die Liste, die ich auch spiele. Das ist kein Consider drin, das heißt, man geht wahrscheinlich auf den nächsten Zug. Eine Handkarte, die ist wichtig. Ja, sonst funktioniert das mit dem. Kann entweder ein Consider-Pile sein, aber Edge of Autumn fehlt. Days. Okay. Ich mache nicht viel von dem her. Schauen wir mal.
Nochmal, Daisies ist nicht so geil, weil wahrscheinlich. Cavern liegt hier. Okay. Da bin ich gespannt. Dann wahrscheinlich jetzt Glue cracken. Relativ ein Slowpile-Mode, das finde ich gut, das hätte ich auch gemacht. Normalerweise drei Petals, wahrscheinlich gibt es kein viertes. Okay, Cycle mit Edge. Okay, Cycle mit Edge. Zwei Handkarten ist wahrscheinlich noch eine Force und noch ein Mana übrig. Jo, okay, GG. Jo. Mein Plan hat einfach nicht funktioniert, das ist schade. Wir wollen Force of Negation. Wir wollen Bowmasters. Wir wollen wahrscheinlich auch Veils. Können auf das Dismember verzichten. Edikt ist auch so eine Sache. Graveyard Hate brauchen wir nicht zwingend. Ich habe keine Barrowgeufen gesehen. Sie haben jetzt die Frage, ob das Deck auch diesen Barrowgeuf-Tag spielt. Ich kann einen Regent cutten. Wir haben Frösche gesehen, deswegen will ich die Posh-Pushes und Tamios haben wir auch gesehen. Tamien. Wahrscheinlich will ich nicht mal die Force of Negation, wenn ich ehrlich bin. Mich ständig zu two for one. Will ich lieber eine Force of Negation oder lieber eine Veil of Summer? Wahrscheinlich will ich lieber eine Force of Negation. Machen wir so. Okay, eine relativ langsame Hand, aber die Strixen können gut sein gegen Deckbild von unserem Opponent. Und ein Daze ist auch nie schlecht. Und denke ich, caste Daze. Okay. Spielen wir unsere eigene Tamio. Ja, auch fair. Da meine Hand langsam ist, finde ich das nicht so schlimm, wenn mein Opponent sich erstmal auch in Mana zurücksetzt. Heißt, ich hole mir hier Tropical und werde eine Strix spielen. Und wahrscheinlich wird mit der einfach überhaupt nicht interagiert, weil die relativ unrelevant ist mal. Außer man hat einen Frosch auf der Hand. Und da ist der Frosch auf der Hand. Sehr schön. Da ich gerade nicht gedazed worden bin, versuche ich mal das zu dazen. Und wenn ich da eine Force ziehe, das ist hervorragend. Also Opponent hat Mana-Probleme und nochmal ein Oracle. Eins von den zwei ist exiled. Das heißt, ich kann entweder Frosch legen oder wenn ein Opponent Non-Basic legt, dann kann ich es Wastelanden. Oh, gar kein Land gefunden. Dann, wenn nochmal ein Daze kommt, kommt nochmal ein Daze. Aber dann ist der Opponent wieder auf 0 Mana. Und nächste Runde
Wird auf jeden Fall gepondert. Cavern, okay. Cavern of Rock macht Sinn. Ja. Ja, okay. Das heißt, ich habe jetzt erstmal mehr Karten auf der Hand und kann erstmal for free angreifen mit meinem Frosch. Machen wir auch. Jo. Okay, Force. Ich glaube, ich spiele doch mal eine Strix, weil die ist gerade gegen den Frosch super. Und dann wastelanden wir. Und geben uns einen Zug ab. Ja. Pony muss immer nach Ländern suchen und die müssen Fetchland sein. Weil ein Duel kann ich wieder wasten. Okay, geschaffelt und ein Lotus Petal gelegt. Und ein Push gespielt, ist okay. Ich habe nochmal einen Frosch. Mach mal. Das heißt, theoretisch könnte ich sogar pushen, aber ich brauche das jetzt gar nicht. Ich spare mir den Push mal auf. Ja, weil ich muss nicht in Days reinlaufen. Okay. Bester Hit, den das Ponder finden konnte. Sucht jetzt. Oh, sucht kein Basic. Ich glaube, ich force das. Ich glaube, ich beschütze den Frosch. Schauen wir mal. Das sind die Sewers. Days wäre cool. Days ist perfekt. Danke, Deck. Days ist perfekt für sowas. Wir wasten. Opponent sucht ja eh nach Ländern die ganze Zeit. Wir pushen. Wir römern mit allem rein. Sogar noch ein Ponder. Ich glaube, ich will lieber noch mal einen Push offen lassen. Force of Negation, Wasteland. Ich glaube, ich will das mischen. Ja, und ich kriege trotzdem das Bio des Umlager. Okay. Okay. Kein Barrowgolf, aber ein Murktide. Das heißt, wir können unseren Graveyard Hate vielleicht reinboarden oder wir können zumindest das Edikt wieder reinboarden, wobei die Strixe immer noch super sind gegen die Murktides. Brainstorm ist hervorragend. Okay. Ja. Er war relativ guter Draw von mir. Jetzt ist die Frage, wollen wir auf die Murktides noch? Die Force sieht irgendwie schlechter aus. Ich glaube, ich brauche dich nicht. Ich hätte lieber wahrscheinlich eine Spellbomb. Ich habe das Edikt sogar noch drin.
Ja, machen wir es so. Grinden wir. Grinden wir. Ich glaube, ich keep das. Opponent hat auch gekeept. Brauchen ein zweites farbiges Land für die Strix, aber das können wir schon irgendwie finden. Ja. Ich glaube, ich versuche hier zu pushen. Ich nehme beide Days. Days Force sogar. Okay, da wird gecycelt. Ja, wenn die Street Rave nochmal. Das ist schwierig dann. Drei Raves. Okay. Starten neu. Beide mit einem Daze und einer Antwort oder einer Tamiya weniger. Land Ponder wäre jetzt okay von Opponent. Dann könnten wir einfach wasten und dann uns langsam vorarbeiten. Je nachdem, was wir ziehen natürlich. Das heißt, Opponent hat zwei Länder auf der Hand. Und Cavern geht in Abfall. Bin ich gespannt. Achso, ist nur der Monoserver, der ein bisschen leckt. Das macht natürlich Sinn. Okay. Nehmen wir auch einen Source. Ich glaube, ich will auch mit dem Sur starten. Ich will nicht wasten, weil Opponent hat nochmal ein zweites Land. Nochmal eine Force ist nicht das Schlechteste, weil ich will auf jeden Fall eine Strix legen. Die meisten Threats kann ich mit einer Strix eben gut handeln. Und dann ist es ein bisschen soft gegen Days. Ja, okay, nochmal ein Land sogar. Also unser Mana-Denial-Plan hätte auf keinen Fall funktioniert. Vielleicht hätte man auch die Force jetzt weglegen müssen. Vielleicht hätte ich das forcen müssen. Aber ich kenne die Hand zu wenig. Es wäre ziemlich risky gewesen, finde ich. Okay. Voidwalker. Den werde ich forcen. Ritual into Voidwalker ist quasi dann ein 1 zu 1 Tausch mit meiner Force. Und ich lege meine Strix. Opponent hätte jetzt vorher schon gedazed, von dem her mal das resolven. Wenn ich noch was Blaues ziehe, super, habe ich die Force wieder online. Jo. Okay. Push ist okay. Ich glaube, ich versuche einen Frosch zu resolven. Wenn er geforst wird, dann ist es so. Wenn er gepusht wird, dann ist es so. Ja. Und ich glaube, ich wastelande auch. In der Hoffnung, wenn ich nächste Runde in Fetchland ziehe, kann ich einen Witherbloom-Command spielen, Fetchland wiederholen. Ein Wasteland wiederholen. Okay. Opponent zieht jetzt auch nicht gerade optimal.
Spellbomb, fair. Ist zumindest ein Redraw. Und hat mich in die Force gezogen. Irgendwas Wichtiges für die Combo, falls die Doom, wir haben noch keinen Doomsday gesehen. Ich glaube, nichts Wichtiges weg, nee. Die Cavern ist weg. Cavern ist weg, das ist eine gute Sache, ja. Und der Merc-Tide ist gerade nicht online, was auch schön ist. Ja. Okay, es wurde nicht geschaffelt. Tamiyo. Ja. Ich habe einen Push auf der Hand. Glaube ich, mit dem starte ich auch. Dann werde ich sogar pondern. Einfach weil der Pony nur noch eine Handkarte hat. Wenn das jetzt ein Daze wird, dann finde ich das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ja, okay. Denn ich habe eine relativ gute, castbare Karte in Orcish Bowmaster. Ein Fetchland ist ein guter Draw und eine blaue Karte ist ein guter Draw. Der Opponent hat erstmal nichts und ich habe immer noch diesen Strix, der einen Merc-Tide, wenn der kommen sollte, blockt. Okay. Land ist super. Nur die Frage, was wir machen. Ich glaube, ich mache erstmal nichts. Und dann hat alle vier UCs liegen. Das heißt, mit meinem Wasteland Witterbloom Command Play, das wird wahrscheinlich relativ unrelevant. Ja, Thoracle, um Kartenselektion zu bekommen. Ich glaube, ich spiele mein Land, dann kann ich nächste Runde Ponder zurückholen. So denke ich auch mein Play sein. Wahrscheinlich will ich erstmal die Force ziehen, dann den Bowmaster. Force Backup zu haben, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Den Push potenziell zu haben von Etamio ist auch nicht so schlecht. Zweiter Bowmaster lässt mich mit der Army angreifen. Ist auch nicht so schlecht. Alles in allem nicht so schlecht.
Ich meine, es ist ein ziemlich klarer Call, was ich auf der Hand habe. Das muss man sagen. Ja. Aber das Thoracle soll ja sterben. Nur bringt es mir eben mehr Attacker. Okay, pusht sogar die Army. Ja, fair. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, ich werde jetzt mich millen. Opponent loses. Target Player, Target Opponent. Nehme mein Wasteland auf die Hand zurück. Ich weiß nicht, ob es relevant ist. Wahrscheinlich nicht. Aber es lässt mich gleich die Forcen hart casten dann. Sonst haben wir relativ viel Müll gemillt, was sehr schön ist. Wir könnten ja mal einen Merktide ziehen. Okay, noch eine Strix. Fair. Es muss fast schon der Push auf die Strix kommen, wenn der Opponent eine Push auf der Hand hat. Ist halt wirklich kein Highlight, gell? Dann spielen wir noch die zweite Strix. Gibt uns nächsten Turn Lethal. Okay. Noch ein Land. Noch ein Land. Okay, Opponent hat genug Mana. Fair. Ultra geflooded. Okay. GG. Jo, so ging es mir auch mit Doomsday. Genau so. Und dann schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Deck haltet, ob ihr es auch spielen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.